Sie heißen Edgar Schwarzhaupt, geboren am 14. Juni 1964 in Dortmund. Sie wohnen jetzt in Köln, sind verheiratet und Koch von Beruf. Ja, mittlerweile Lebensberater, bitte. Na gut, vor allem sind Sie seit 6.8.2012 in Untersuchungshaft in der JVA in Köln. Ja. Am 3. August 2012 verlangte der Angeklagte zwischen 18 und 19 Uhr von Babette Leusch in ihrer Wohnung in Köln das Video heraus, das belegen konnte, dass er als Heiler seine Kunden nur durch die Vorspiegelung falscher Tatsachen akquirierte. Da sich Babette Leusch jedoch weigerte, drosselte sie der Angeklagte mit ihrer Halskette bis zum Tod, um so zu verhindern, dass seine Geschäftspraktiken bekannt würden. Der Angeklagte wird somit des Mordes beschuldigt, strafbar gemäß § 211 StGB. Herr Schwarzhaupt, die Anklage haben Sie gehört, wollen Sie sich dazu äußern? Ja, ich kann einfach nur versichern und immer wieder betonen, dass ich mit dieser ganzen Mordgeschichte wirklich nicht das Geringste zu tun habe. Aber mir ist eigentlich schon klar, warum ich jetzt hier sitze und warum ich angeklagt werde. Denn seit ich als Lebensberater und als Medium tätig bin, werde ich abgelehnt, nicht ernst genommen. Und da bin ich natürlich das perfekte Opfer. Also jetzt passen Sie mal auf, hier wird niemand aufgrund von Vorurteilen angeklagt. Da muss schon einiges mehr zusammenkommen, Herr Schwarzhaupt. Na, trotzdem, das kann alles nur ein riesengroßes Missverständnis sein. Ich gebe all meine Kraft und Energie einfach da rein, Menschen zu helfen und Leben zu schenken. Und nicht im Gegenteil, irgendjemandem das Leben zu nehmen. Das wäre blanker Unsinn. Seit wann arbeiten Sie denn so als Lebensberater oder als Heiler, als Medium? Ja, jetzt seit 3,5 Jahren. Ich hatte im Winter einen Glatteisunfall mit mehrfach Schleudern und Überschlagen. Hab lange im Koma gelegen und die Ärzte hatten mich eigentlich aufgegeben. Aber ich bin dann aus dem Koma erwacht und habe dann gespürt, dass ich eine besondere Kraft und eine besondere Gabe und besondere Fähigkeiten entwickle. Und die da wären? Unter anderem kann ich mit verstorbenen Personen kommunizieren und ich kann auch schwere Krankheiten durch Handauflegen heilen. Ja. Das kenne ich, das höre ich also oft. Ich bin es gewohnt, blöd Mann und Spinner und Quatsch. Trotz allem kann ich Ihnen versichern, durch meine Erfahrung, ich habe es ja nun wirklich selbst oft genug erlebt, es ist kein Quatsch, es ist kein Umbruch, ich kann Menschen heilen. Also toll, was Sie erlebt haben. Was Sie auch noch erlebt haben, ist ja eine tolle Aufbesserung Ihres Einkommens. Ne? Ich meine, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe mich mal informiert, Herr Schwarzer, da haben Sie mal locker flockig an so einem Abend 800 bis 1000 Euro verdient als Wunderheiler. Davon konnten Sie als Koch doch nur träumen. Ja, schon, aber es geht doch nicht nur ums Geld verdienen. Ich wiederhole es gerne noch fünfmal. Ich will es gar nicht mehr hören. Ich weiß schon, worum es Ihnen ging. Sie hatten nach Ihrem Unfall so eine Art Eingebung. Ihnen ist aufgefallen, Mensch, in Zukunft will ich mein Geld ganz einfach verdienen. Aber glauben Sie nicht, dass Sie mit Ihrem Hokuspokus bei mir durchkommen. Das Entsetzliche an Ihren Betrügereien ist doch, dass Sie das Geld andererseits aus der Tasche leiern, anderen, denen es schlecht geht, die verzweifelt sind, die oftmals totgeweiht sind. Was kann ich Ihnen noch sagen? Es geht nicht ums Geld. Ich bin ein Heiler und die Leute... Gut, vielleicht können wir das auch abkürzen. Ich möchte an der Stelle schon mal klarstellen. Es gibt ja noch ein weiteres Strafverfahren gegen den Herrn Schwarzhaupt, und zwar wegen Betruges und Umfang. Und ich würde auch mal sagen, Umstände seiner heilerischen Tätigkeiten, das kann alles dort geklärt werden. Wir wollen uns heute darauf beschränken, zu klären, ob der ihm zur Last gelegte Mord eventuell dazu diente, diese Tätigkeiten oder etwas Strafbares an diesen Tätigkeiten zu verschleiern. Ja? Fangen wir doch mal damit an, dass Sie uns vielleicht erklären, in welchem Verhältnis Sie zu Babette Leusch standen. Babette Leusch war meine Assistentin. Die hat bis zu ihrem Tod gut 6 Monate lang für mich gearbeitet. Assistentin, ne? Das klingt schön neutral. Ne? Nennen Sie doch mal einen Namen. Ne? Was hat sie denn gemacht? Sie war das lebende Beispiel für eine Patientin, die schwer krank war und die Sie angeblich mit Ihren Wunderkräften geheilt haben wollen. Deswegen haben Sie sie immer vorgeschickt für die Akquise, ne? Damit sie Hoffnungen versprüht, ne? Gute Laune macht. Hoffnungen versprüht, die dann Ihre Hoffnung befriedigen sollten, endlich viel, viel Geld verdienen zu können. Wir hören nachher noch einen Zeugen an. Und dieser Zeuge wird uns sagen, wie das ablief, wie widerlich, wie abscheulich diese ersten Anbahnungsgespräche abgelaufen sind. Ja, aber ich habe doch Sie und Ihre positive Ausstrahlung gebraucht. Sie sollte mir doch helfen, bekannter zu werden, damit ich mehr und mehr aber und mehr Menschen helfen kann. Sie haben doch bei der Polizei schon eingeräumt, dass die Frau Leusch niemals krank war. Ja. Und dass die bei diesen ganzen Besuchen nur vorgetäuscht hat, dass er von Ihnen geheilt worden sei. Ja, ich gebe zu, das war wirklich ein Riesenfehler. Aber trotz allem, ich habe sie wirklich gebraucht, um bekannter zu werden und möglichst viel Gutes zu tun an vielen, vielen Patienten. Ja, Menschen, bei denen mein Mandant eine Heilung herbeigeführt hat, meiden natürlich die Öffentlichkeit aus privaten Gründen, was man auch respektieren muss, Herr Staatsanwalt. Ich gehe einfach davon aus, dass Ihr Mandant sehr viel Geld verdienen wollte. Da brauchten Sie die Frau Leusch für. Ohne Frau Leusch hätten Ihnen doch Ihre Klienten keinen Cent gegeben. Sie waren darauf angewiesen. Na, aber das Problem war, wir haben ja die Aussagen gehabt vom Geliebten, dem ehemaligen Geliebten von Frau Leusch, dem Herrn Dr. Jan Reinbeck und von der Schwester Annika, na, die bei der Polizei waren und beide gesagt haben, dass Frau Leusch aussteigen wollte, keine Lust mehr auf diesen ganzen Mist mit Verlaub hatte und dass sie sogar die Betrügereien aufdecken wollte.
Da brauchen Sie auch nicht so genervt, den Kopf nach unten und wieder nach oben, wieder nach unten zu recken. Ja, es ist doch, wie ich sage, es geht noch viel weiter. Sie hat Sie im Moment aufgefordert gehabt, dass Sie ad hoc aufzuhören haben mit diesen obskuren Machenschaften. Und sie hat Ihnen gedroht, dass sie zur Polizei geht. So ist es doch gelaufen. Ja. Es gab einen Film, mit dem sie drohen konnte. Einen Film, auf dem man sehen konnte, wie Ihre ganzen Geschäftsgespräche ablaufen. Und das ist der Grund, warum Sie dann am besagten Tag zu ihr gefahren sind. Und warum Sie sie dann mit eigenen Händen getötet haben. Und das werde ich Ihnen heute nachweisen. Okay, wir hatten einen Streit. Wir hatten einen wirklich großen Streit. Und da ging es um das Video und Erpressung. Und ich wusste ja nun auch nicht weiter. Ich war wie vor den Kopf gestoßen. Aber deswegen bringe ich doch nicht meine Assistentin, die mir hilft. Die bringe ich doch nicht um. Wie blöd müsste ich denn sein? Wo waren Sie denn am 3. August zwischen 18 und 19 Uhr? In meinem Büro. Ich habe Schreibkram gemacht. Ich habe meine Papiere geordnet. Heißt also, ich war noch nicht mal in der Nähe von Babettes Wohnung. Überhaupt nicht. Und, was sagt mir das jetzt? Sie waren es nicht. Natürlich nicht. Und? Ich bin ein Heiler und kein Mörder. Ja, und wer war's? Können Sie mir das vielleicht sagen, Herr Medium? Vielleicht wissen Sie ja, wer es war. Ja. Haben Sie eine Vermutung? Nee, Sie müssen nicht vermuten. Sie wissen ja sowas, oder? Sie sprechen ja auch mit Toten. Also ich an Ihrer Stelle, ich würde bei den Recherchen vielleicht mal achten auf den Lover, auf die Affäre, die Babette Leusch hatte. Aha. Der hat so einen unfassbar schlechten Eindruck auf Sie. Ich kann mir gut vorstellen, dass der da in der Sache drin steckt. Das erklärt natürlich vor allem auch, warum Ihre DNA auf dem Tatwerkzeug auf der Halskette war. Das erklärt's, ja, in der Tat. Mhm. Mein Gott, die Kette, das war ein Geschenk. Und diese Kette habe ich 3 Tage vor Babettes Tod tatsächlich noch mal in der Hand gehabt. So, na ja, dann verstehe ich das. So war das, ja. Und das erklärt auch, warum Sie gesehen wurden, kurz nach der Tat, als Sie aus dem Wohnhaus von Frau Leusch rausgegangen sind, oder was? Ja, ich weiß auch schon ganz genau, wer mich da angeblich gesehen haben will. Die Ehefrau war es. Die Ehefrau von dem Geliebten von Babette. Höchstwahrscheinlich will die ihren Mann jetzt da rauspauken, weil sie irgendwas zu verstecken haben. Mich kann sie jedenfalls nicht gesehen haben. Ja, der auch durchaus ein schlüssiges Tatmotiv hatte. Ich meine, Frau Leusch, seine heimliche Affäre, hat er immerhin von ihm verlangt, dass er nicht nur seine Frau, sondern auch seine Kinder verlässt. Ich meine, der musste sie ja letztlich zum Schweigen bringen, er hatte gar keine andere Wahl. Das sehe ich auch so. Weitere Fragen? Keine, danke. Dann nehmen Sie mal Herrn Verteidiger Platz, wir treten in die Beweisaufnahme ein. Annika Leusch, bitte zunächst mal die Schwester des Opfers. Guten Tag, Frau Leusch. Nehmen Sie bitte mal hier Platz. Mhm. Als Zeuge müssen Sie vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen. Wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Sie heißen Annika Leusch, 37 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Sie sind ledig, Floristin, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten, sind Sie nicht? Nein, ich bin weder verwandt noch verschwägert mit dem Angeklagten. Meine Schwester Babette hat ihn mir mal kurz vorgestellt. Und ich habe sie sofort vor ihm gewarnt. Wovor haben Sie Ihre Schwester denn konkret gewarnt? Ja, vor seinen bösen, dunklen Kräften. Die habe ich sofort gespürt. Ja, mit Verlaub und bei allem Respekt, bitteschön. Mit dunklen Kräften und mit schwarzer Magie habe ich überhaupt nichts zu tun. Was ich mache, das ist... Das behaupten Sie nein, jetzt. Nein, es ist Humbug. Ja. Ich nutze nur positive Energie, um Menschen zu heilen. Mit diesen Händen. Ich weiß ganz genau, dass Sie mit Ihrem komischen transzendenten Zeug irgendwelche Dinge machen. Aber mir können Sie nichts. Ich habe vorgesorgt. Was? Vorgesorgt? Ja, das hier, das ist das Auge, das böse Blicke, vor bösen Blicken schützt. Sie können mir nichts. Naja, gut, also ich versuche Sie ganz freundlich anzuschauen. Mich überzeugt das nicht, aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Das ist doch in Ordnung, wenn Ihnen das hilft. Ich weiß nicht, aber ich bin lieber vorsichtig. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir alle nicht beurteilen und nicht unbedingt verstehen. Gut, ich glaube, wir kommen lieber mal zu den realen Dingen. Ihre Schwester hat ja von Angeklagten gearbeitet. Wussten Sie, was sie bei ihm genau zu tun hatte? Nein, so wirklich wusste ich das nicht. Also ich wollte mit dem ganzen Magiekram auch überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Ja, ich war auch am Ende halt froh, dass Babette bei ihm aufgehört hat. Und naja, trotz des ganzen Geldes, was sie dort verdient hat. Was hat sie denn so verdient da? Ja, so 200 Euro am Abend waren das schon. Das war eine ganze Menge Geld neben dem Job in der Boutique. Ja. Wann haben Sie es mitbekommen, dass Ihre Schwester bei dem Angeklagten den Nebenjob aufgegeben hat? Ja, eigentlich auch so nebenbei. Ich habe ein Telefongespräch mitbekommen zwischen den beiden, in dem sie sich gestritten hatten. Ja, aber im Großen und Ganzen ging es um ein Video, das Babette von ihm aufgenommen hat. Ja, das Video liegt ja dem Gericht auch vor. Ihre Schwester hatte ja da einen Film gedreht, in dem sie eine Mikrokamera in eine Schmuckbrosche eingebaut hatte und hat dann einfach mal ein Gespräch mit dem Angeklagten gefilmt. Mit diesem Film wollte sie den Angeklagten unter Druck setzen, mit diesen ganzen dunklen Machenschaften einfach aufzuhören. Das war illegal, die Polizei, jetzt rufen sie halt nicht rein. Ja? Die Polizei hat diese Kamera mit dem Film im Badezimmerschränken ihrer Schwester gefunden. Und ich rege jetzt erstmal an, bevor Sie da widersprechen können, dass wir den Film in Augenschein nehmen durch Abspielen, Herr Vorsitzender. Ja, wollt ihr was dagegen einwenden?
geht um Aufklärung eines Kapitalverbrechens. Das könnte genau das Motiv sein. Also da gibt die Abwägung natürlich, dass es verwertbar ist. Es ergeht folgender Beschluss. Das Video wird abgespielt, dadurch in Augenschein genommen. Ich zeige es Ihnen allen auf dem großen Bildschirm. Also wie Sie es schon sagen, war da an Ihrem Oberkörper befestigt. Deswegen sieht man alles jetzt aus der Perspektive Ihrer Schwester. Und auch der Ton ist deswegen natürlich nicht so toll. Ja, ich weiß. Hier sind Adresse und Telefonnummer. Ganz, ganz wichtig zu wissen. Reicher Typ, richtig reicher Mann. Sehr, sehr verzweifelt, weil die haben Multiple Sklerose bei ihm festgestellt. Das heißt also, hingehen und ihm ganz deutlich klar machen, es gibt nur eine reelle Chance, wieder gesund zu werden, und zwar durch mich. Keine Sorge, ist ja nicht das erste Mal, dass ich sowas mache. Moment, Moment, Moment. Wenn es nicht das erste Mal ist, wie kommt es dann, dass die Umsätze dermaßen stark zurückgehen, dass keine Spenden mehr reinkommen? Keine Ahnung, die Leute sitzen halt auf ihrem Geld. Krass, sitzen auf ihrem Geld. Es ist dein Job. Und mach deinen Job verdammt noch mal gut. Das heißt, geh raus und gib Gas. Erzähle den Leuten die Geschichte, wie ich dich von deiner Leukämie befreit habe, wie ich dich geheilt habe, in nur 5 Sitzungen. 5 Sitzungen? Sonst haben wir immer 2 oder 3 vorgeschlagen. Ja, aber zurzeit habe ich das Gefühl, als würden meine Kräfte mich ein bisschen verlassen. Deswegen ist es sicherlich besser und sicherer, wenn wir von 3 auf 5 Sitzungen gehen. Und übrigens kommt das Gespräch aufs Thema Geld. Dann sagen wir ab sofort, 500 bis 800 Euro, das ist der Betrag, den die Leute normalerweise pro Sitzung zahlen. Das ist ja dann noch eine Art Preiserhöhung. Tja, alles wird schließlich teurer, oder? Edgar Schwarzhaupt, Ihr Lebensberater. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ja, da endet die Aufnahme hier. Ich glaube das gar nicht. Babette und Leukämie? Die hat vielleicht in ihrem Leben mal eine Grippe gehabt, aber das war auch alles. Wissen Sie, ich weiß, das wirft jetzt ein ganz, ganz schlechtes Bild auf mich, aber es ist auch ein völlig verfälschter Eindruck, weil das ist doch einfach komplett aus dem Zusammenhang herausgerissen. Ich stehe jetzt hier richtig dämlich da. Ja, zu Recht. Ja, es war übertrieben, das mit der Krankheit. Das habe ich ja schon mal gesagt, das gebe ich ja auch zu, aber es hat halt geholfen. Mich interessiert jetzt gerade auch eher die Vorgeschichte oder der Grund, warum Ihre Schwester überhaupt so ein Video aufgenommen hat. Deswegen können Sie uns was über dieses Telefonat zwischen dem Angeklagten und Ihrer Schwester erzählen. Was haben Sie da mitbekommen? Also es war 2 Tage, bevor Babette umgebracht wurde. Dann bin ich zufällig bei ihr reingeschneit und habe dieses Streitgespräch am Telefon mitbekommen von Babette und Herrn Schwarzhaupt. Ja, und eigentlich wollte ich auch direkt wieder gehen, aber dann hat Babette mich rangewunken und das Telefon auf laut gestellt. Und da ging es dann richtig zur Sache. Inwiefern? Babette hat gesagt, dass er ein Scharlatan sei. Und dass dieses Video auch bestimmt ganz, ganz viele Leute interessieren würde. Und er sollte, wenn er noch einen Funken Verstand hätte und Anstand hätte, besser mit dem ganzen Kram aufhören und bei seiner Frau in der Kneipe Gulasch kochen. Aha. Denn ansonsten wird sie zur Polizei gehen. Und wie hat er darauf reagiert? Das war echt so gruselig. Ja, zum Beispiel, was hat er gesagt? Er hat gesagt, dass sich das Dunkel dieser Welt über Babette zusammenziehen soll. Dass ich ihre Kehle zusammenschnüren soll, damit keine schändlichen Lügen mehr über ihre Lippen kommen. Oh, wenn ich daran denke, wird mir noch ganz anders. Das war doch eine klare Todesdrohung. Bitte, was soll das gewesen sein? Ja, natürlich, was soll es denn sonst gewesen sein? Unfug. Wahrscheinlich haben Sie mit irgendwelchen schwarzen Zauber, mit irgendwelcher schwarzen Magie Babette umgebracht. Und mal ehrlich, vielleicht hat er sogar die Kette verhext und die hat am Ende Babette noch selber umgebracht. Naja, Entschuldigung, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sowas möglich ist. Ich würde, was ich ganz selten tue, die Hand dafür ins Feuer legen, dass Ihre Schwester durch Menschenhand zu Tode gekommen ist. Ja, ja, aber möchten Sie vielleicht zu diesen Äußerungen am Telefon Stellung nehmen? Hm? Ja, es ist doch alles völlig verfälscht wiedergegeben. Gut, ich war doch völlig mit dem Rücken zur Wand. Zuerst kommt sie und sagt, sie kündigt. Dann hat sie ein Video. Dann kommt jetzt diese Erpressung dazu. Das wollten Sie sich nicht bieten lassen. Na, 2 Tage später haben Sie ja nochmal Frau Leusch aufgesucht. Sie ist immer noch nicht zur Vernunft gekommen. Also mussten Sie handeln. Das haben Sie getan. Deswegen sitzen wir hier, weil Sie sich erdrosselt haben mit dieser Kette. Nein, da winken Sie ab. Es gibt ja ein Problem. Ich sage Ihnen was. Ja, ist meine Antwort. Denn es spricht ja ganz viel dafür, dass die Frau Leusch ihren späteren Mörder kannte. Wir haben keine Einbruchsspuren. Das heißt, sie hat die Tür aufgemacht. Sie wird also gewusst haben, wen sie da reinlässt. Ja, ich war höchstwahrscheinlich der Einzige, den sie jemals in ihre Wohnung gelassen hat, ne? Ganz genau. Und deswegen möchte ich nochmal auf diesen Dr. Reinbeck zurückkommen. Diese heimlichen Affäre von der Frau Leusch. Sagen Sie mal, woher kannten die sich dann überhaupt? Wissen Sie das? Ja, das weiß ich schon. Also Babette hatte sich beim Skaten verletzt und musste dann ins Krankenhaus. Und der Jan ist ja Arzt. Und er hat sie dann eben versorgt. Und das war total romantisch zwischen den beiden. Die haben sich von da an auch jeden Tag gesehen und Babette war hin und weg von ihm. So ganz romantisch. Also mir ist zu Ohren gekommen, dass diese Liebe nicht ganz ungetrübt gewesen sein soll.
Ja, das stimmt auch. Jan ist verheiratet und hat zwei Kinder. Es war schon schwierig. Aber er hat sich auch ständig über seine Frau beschwert und hatte ihm auch gesagt, dass es nicht mehr funktioniert und nicht mehr läuft. Und klar, Babette wollte das auch glauben. Und wusste jemand außer Ihnen noch von dieser Affäre? Ich kann mir das nicht denken. Also ich musste hoch und heilig schwören, dass ich es niemandem sage. Das ist aber komisch. Also obwohl das keiner wusste und wissen durfte, Sie wussten es auf jeden Fall. Ja, ja, ich wusste das. Babette war es wichtig, dass es irgendjemand aus der Familie weiß. Und sie meinte, das wird eher eine Bindung schaffen und Jan sollte eben jemanden aus der Familie kennenlernen. Und Sie haben ihn dann persönlich kennengelernt? Ja, ich habe ihn persönlich kennengelernt. Mhm. Es war so eine eingefädelte Geschichte. Jan durfte das ja nicht wissen, dass es so war. Also, Babette hat ein Treffen arrangiert. Ja. Wir waren im Biergarten, das heißt, sie war mit ihm im Biergarten, die wollten eben nach seiner Schicht in den Biergarten gehen und ich sollte zufälligerweise vorbeikommen. Ja, und das ist dann eben auch so geschehen. Und wo ist das Problem? Das Problem war, dass dann ein tatsächlicher Zufall passiert ist. Was heißt das genau? Jans Frau kam mit den Kindern vorbei. Sie war dann zufälligerweise in dem Park und hat uns natürlich am Tisch sitzen sehen. Ja, und das war wirklich eine ganz schreckliche Situation. Aber am schlimmsten war eigentlich Jans Verhalten, wie er darauf reagiert hat. Wie hat er reagiert? Ja, hat seine Frau erstmal überschwänglich begrüßt und ja, hat dann erzählt, er wäre eigentlich mit Arbeitskollegen Bier trinken gegangen, so nach Feierabend. Und wir beide hätten da schon am Tisch gesessen und hätten eben uns den Tisch geteilt. Und hat uns dann noch förmlich mit sie verabschiedet und ist fröhlich mit seiner Frau und den Kindern von dann gezogen. Ja, und wie hat ihre Schwester darauf reagiert? Die war am Boden zerstört, ist doch klar. Und nachher war sie auch stinksauer. Sie wollte ihm am nächsten Tag dann noch zur Rede stellen und mal ordentlich Klartext mit ihm reden. Und ich gehe stark davon aus, dass ihre Schwester das auch getan hat. Sie hat Klartext mit ihm gesprochen. Und der Dr. Reinbeck musste fürchten, dass sie die ganze Affäre auffliegen lässt. Und deswegen musste sie sterben, meine Herren. Aus der Sicht habe ich es noch nicht betrachtet. Könnte logisch sein, aber ich sag Ihnen was. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass der Schwarzhaupt sie umgebracht hat. Sagt mir auch mein Bauchgefühl und vor allem mein gesunder Menschenverstand. Gut, ich versuche mich auf den Menschenverstand zu beschränken und den Bauch rauszuhalten. Gibt es noch Fragen an die Zeugen? Keine Fragen. Danke. Dann Dr. Jan Reinbeck, bitte Sie auf den Platz nehmen. Danke, Sie bleiben unvereinigt. Herr Dr. Reinbeck, nehmen Sie bitte Ihren Platz. Jo. Sie wissen, dass Sie als Zeuge die Wahrheit sagen müssen. Wer was Falsches sagt, macht sich strafbar. 55 StPO, Sie müssen auf Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst belasten können. Selbstverständlich. Sie heißen Dr. Jan Henrik Reinbeck. Sie sind 43 Jahre alt, Sie wohnen in Köln. Zurzeit wohnen Sie in einem Hotel, und zwar im Hotel Martenstall. Sie sind verheiratet, beruflich? Ich bin Oberarzt an der hiesigen Stadtklinik. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten sind Sie nicht. Sie wissen aber, dass dem Herrn Schwarzhaupt vorgeworfen wird, er soll seine Assistentin, die Babette Leusch, erdrosselt haben mit dieser Halskette. Und zwar, weil er befürchtet haben soll, dass sie seine sehr strittigen Methoden in die Öffentlichkeit bringen könnte. Das ist nicht nur ein Scharlatan, das ist auch ein Mörder. Hören Sie mal, nur weil Sie Arzt sind, haben Sie noch lange nicht das Recht, mich zu beleidigen und hier so zu beschuldigen. Das hat mir nicht gefallen, nicht von Ihnen. Können Sie sich gleich selber heilen. Jetzt werde ich Ihnen mal was sagen. Sie ziehen kranken Menschen das Geld aus der Tasche, machen irgendwelche Heilversprechen und nur fürs Gericht. Es gibt in der Tat, das kann ich hier als Arzt sagen, sogenannte Spontanheilungen. Aber wenn der irgendeinen Patient geheilt hat, dann garantiert nicht mit Hand auflegen. Mal ganz kurz zur Info, Herr Dr. Schlaumeier. Hm? Ich habe weder irgendwann irgendjemandem, einem Patienten, was versprochen, noch habe ich jemandem gesagt, er soll seine schulmedizinischen Behandlungen abbrechen. Was ich angeboten habe, ist ein zusätzliches Angebot. Und diese Spontanheilung, die habe ich gespürt. Die Spontanheilung, wie Sie sie nennen, sind durch meine Hände zustande gekommen. Ja, das werden wir ja heute noch merken, wie vielen Menschen Sie geholfen haben. Ja, lassen wir es mal so stehen. Reden wir doch mal über Ihr Verhältnis zum Opfer. Babette Leusch, stimmt es, dass Sie eine Affäre mit ihr hatten? Das ist wohl richtig. Ich gebe auch zu, da habe ich mich ja auch nicht mit Ruhm bekleckert. Ist jetzt passiert und es war ein ganz hübsches, nettes Mädchen. Und bei allen Fehlern, die ich hier auch gemacht habe, es tut mir auch leid, dass die jetzt ermordet worden ist. Aber ich habe ja nicht nur sie verloren, sondern auch meine Frau. Und jetzt wohne ich als Oberarzt im Hotel. Wie lange lief denn Ihre Beziehung zu Verleusch? Es waren jetzt gute 4 Monate. Wir haben uns irgendwann mal bei mir in der Notaufnahme kennengelernt. Ja, und wie das dann so ist. Wir fanden uns gleich sympathisch. Und dann haben wir uns auch ab und zu getroffen. Und irgendwann hat die mir dann aber erzählt von ihrem dubiosen Nebenjob hier bei diesem Mann. Und dann habe ich sie natürlich gleich auf den Topf gesetzt. Was heißt das genau?
Ja, ich als Mediziner habe ihr dann erstmal erklärt, was sie da eigentlich macht. Nämlich nicht den Menschen helfen, sondern dass sie die in Gefahr bringt. Und nicht nur das, die hat sich ja selber auch noch strafbar gemacht. Ja, und wie fand sie das? Wer hat dafür agiert? Ja, glücklicherweise gleich sehr einsichtig. Und wir haben dann auch überlegt, was könnten wir jetzt machen. Und uns war natürlich auch klar, dass hier er da natürlich nicht das zugeben wird, wenn wir nicht richtige Beweise hätten. Und dann kam uns halt die Idee mit dieser Minikamera. Und das hätten wir dann noch bei der Polizei mit. Ja, das Video haben wir uns vorhin schon angeschaut. Das heißt, Sie haben im Grunde die Frau Leusch dazu inspiriert. Richtig, das war jetzt sicherlich auch nicht die gute Tat. Nee. Und hätte ich aber vorher gewusst, wozu der fähig ist, denn er geht ja wirklich bis zum Äußeren, dann hätte ich das gar nicht angeleiert. Und was der alles macht, das habe ich ja gemerkt, als er bei mir vor der Tür stand. Wann war er denn bei Ihnen? Das war am 2. August, also am Abend, bevor Babette ermordet wurde. Und Babette hatte mir auch noch erzählt, dass die am Telefon halt einen tierischen Streit hatten wegen dieser Videoaufnahmen. Und sie hätte ihm halt auch erzählt, dass sie diesen Videomitschnitt, diesen Clip auch gar nicht hätte. Das hat sie aber nur gesagt, damit er sie in Frieden lässt. Also sie hat ihm dann erzählt, dass ich den habe. Und deswegen war er bei Ihnen. Hat er Sie aufgefordert, Ihnen das Video rauszugeben? Aufgefordert. Das ist noch ein bisschen untertrieben. Der ist fast handgreiflich geworden. Dann hat er sich Zutritt zu meinem Haus verschafft. Und dann hat er die Schränke, Regale durchsucht, bis ich dann halt gesagt habe, jetzt ist Schluss, sonst rufe ich halt die Polizei. Und da ist er dann gegangen, oder wie? Da ist er dann gegangen. Ich muss sagen, da bin ich vielleicht einen Schritt zu weit gegangen. Und dafür muss ich mich bei Ihnen auch wirklich in aller Form entschuldigen. Aber versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Ich bin unschuldig, ich werde erpresst. Ich suche ein Video, von dem ich noch nicht mal weiß, was da drauf ist. Weiß ich denn, was der damit alles anstellen wollte? Das ist lächerlich. Ne? Wenn Sie ein gutes Gewissen gehabt hätten, hätten Sie sich nie so aufgeführt. Moment mal, immerhin war es strafbar einerseits. Und zweitens war mein Mandant ja völlig verunsichert. Das ist Quatsch. Ja, er war Herrn Dr. Reinbeck gewesen, konnte nichts ausrichten. Ist am nächsten Tag dann wieder zur Frau Reusch gefahren und hat gehofft, endlich an das Video ranzukommen. Aber da war nichts zu machen, nichts lief nach Plan. Und da haben Sie dann die Geduld und vor allem die Kontrolle verloren. Herr Schwarzhaupt, haben Sie erdrosselt. Nein, absolut nicht. Das sage ich noch einmal. Niemals würde ich sowas tun.